So, moin moin liebe Freak Friends. Ich mache das Intro heute mal alleine. Mit dabei haben wir den Werner. Der ist ein bisschen dreckig hier gerade. Hier, da. Dann ist dabei der Paul. Der hockt da hinten gerade. Und die Andrea, die steht da hinten. Ja, wir sind wieder mal in Herrhausen. Anteil 1, mal gucken, was hier so geht. Gestern war Eröffnung. Plätze technisch haben wir nicht die guten Plätze abgekriegt. Aber wir versuchen natürlich das Beste daraus zu machen, ne? In diesem Sinne. Oh nein, und gleich eine goldene. Und gleich meine Schnur. Geht gleich gut los. Vielen Dank. Erste Forelle, Kupp auf pinken Wobbler. So. Petri Dank. Dona läuft. Ganz weg ist. Dona läuft. Hat mich entschneiert auf ein gelb-orangenes Huhn. Na, 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 na. Ja, hallo. Die Enno drin oder wie? Ja, oder? Ja, geil. Ich habe auch meine erste, vielleicht. Mal gucken, was es Schönes wird. So, es kommt zu dir rüber. Nee? Danke. Ja, Petri. Petri, Dank. Auch ich habe mich entschneidert. Grüner Libralur mit Bienenmade. Läuft.
Du bist Salz. Meine zweite. Passt. Hört ruhig. So, liebe Leute, ein Schneider hat auf Grund mit Chartreuser Paste. Sorry fürs Blut, aber lässt sich manchmal nicht vermeiden. Ich bin jetzt selber gefangen, ja. Oder? Ich weiß nicht, oder hänge ich selber drin? Nee. Ich hab einen Biss. Mal wieder. Sehr cool. Ja, fühlt sich gut an. Fühlt sich kräftig an. Mal gucken, was da Schönes zutage kommt. Petri, Dank. Und Nummer 2 auf grünem Libralur mit Bienenmade. So, liebe Leute, ich wollte noch mal was klarstellen. Und zwar im letzten Herrhausen-Video haben wir unseren Teamer Pepe. Hallo Pepe. Naja, wie soll ich sagen? Das war ja weder verarscht noch irgendwas anderes. So sind wir untereinander. Das ist ganz einfach so. Und wir untereinander können den Spaß ab. Ich werde auch oft genug hochgenommen. Oder weiß der Geier, Arthur oder sonst wer, wir werden alle mal hochgenommen. Das ist halt so. Ja, Pepe war zwar nicht dabei, aber hey, nur weil mit Pink ein Fisch gefangen wurde, ja, heißt das noch lange nicht, dass das, ja, ich spreche es jetzt nicht aus. Zu eurer Information, ich fische selber sehr viel Pink, zudem fische ich größtenteils pinke Tungstenköpfe. Und? Bin ich deswegen schwul? Nein. Also von daher, ne, lasst mal die Kirche im Dorf. Oh, Basti hat einen Biss. Schnell, Basti! Mal ruhig, mal ruhig. Stand zählt nicht. Stand zählt aber sowas von.
Karpfen. Ja, Paul, der war wieder sehr, sehr schlau. So, jetzt nur Bienenmade. Mit Styropor. So, ihr Lieben, Fisch Nummer 2. An der Größe können wir definitiv noch arbeiten, aber Grund läuft. Ich weiß gar nicht mehr, wie eine Forelle aussieht. Ja. Schön mit Kopf über. Batsch! Was, ja, können wir nach Hause? Das hat mich auch gewundert. Vielen Dank. Bitte, Dank. Ach ja. Stationär läuft. Karpfen! Yeah! Und guckt euch diesen kleinen schönen Karpfen an.
Ach so, gut. Einfach umgehen. Fisch? Rinne. Das ist das, was ich gesagt habe, da hinten rüberwerfen. Nur gesehen, wie meine Schnur mit mal hier schlaff wurde. Ich sage, hä? Musst du noch mal gucken gehen? Schlaff? Oh, ach so. Ich muss gerade so ein bisschen lästern. Ich habe gerade auf Facebook einen Videovorschlag für YouTube gekriegt. Ja. Das Volkerschutz in Verhausen. Ja. Das sind irgendwie zum U11. Ja, das sind Psychopathen, Alter. Aber dem musst du aufpassen. Ja. So, liebe Freak-Fans, meine Nummer 3. Ich habe mal auf Pierre gehört und bin mal ein bisschen weiter rüber gegangen. Deswegen sieht er mich wahrscheinlich jetzt auf dem Bild so nicht mehr. Jo. Komm, mein Bester. Ja? Wie sieht's aus? Wie soll's aussehen? Olli. Hi, Basti. Wie soll's aussehen? Doch richtig gesehen, was dein Auto hier ist. Ja. ab und zu treibe ich mich auch hier rum. Ja, ich weiß. Schau ja mal deine Videos. Das ist sehr schön, das freut mich. Ja, Bad Boy. Ah, okay, cool. Jetzt der Mats, alles klar. Wie hast du jetzt insgesamt? Ich habe jetzt gefangen, habe ich selber 3. Ja. 2 habe ich von Paul noch, der wollte die nicht mitnehmen. Okay. Aber momentan mal 4. Also heute läuft extrem schlecht. Da vorne war heute Morgen. Echt? Reinste Eskalation. Ja. Die haben alle bestimmt schon 20. Aber schleppen oder was? Ja. Naja, ich weiß nicht, ob die da am Schleppen sind oder was, aber. Hast du einen Aufkleber von dir mit für die Box? Ja, im Auto. Ja. Guck, siehst du? Machen wir gleich. Hat sie einen? Ja. Was ist das? Forelle. Da habe ich einen Aufkleber mit. Aber. Porti. Klein, ne? Ja. Und bei Ofen reicht das. Ja. Will ich jetzt auch öfters mal wieder herfahren, weil Pia da ist. Nummer 3 auf Grün Libralur und Bienenmade. Da ist sogar okay, kommt gleich auf die Kiste. Und hier ein großer und ein kleiner. Merci. Und die Karte, hier oben steht die Nummer. Ey, einmal frei, besten Dank. Jo. Wie tief ist der See hier eigentlich im Schnitt? Du kennst den doch, oder ja. Nicht? 2 Meter mit ganz viel Glück in der Mitte. Hast du nicht drüben so einen Graben? Ne, in der Mitte ist der Graben, von dem so. Bis zum Mönch hinten. Das ist quasi die tiefste Ecke. Und da der Graben ist so 3 Meter, 4 Meter breit. Und da ist 2 Meter tief. Ja. Ich finde das cool, dass du meine Fans zu mir schickst. Und das drumherum ist so 1,50 Meter oder was? Ja. Ja, hier vorne wurde schön ausgegraben. Das war da hast du drin, das habe ich schon das festgestellt. Das war vorher so tief hier nur, bis zur Mitte hin. Hier auf der Seite konntest du eigentlich gar nicht mehr angeln. Hast du noch eine dazu? Ja, mühsam ernährt sich, ein bisschen verhauen. Ich habe gedacht, er hätte über meine Rute geworfen und dachte, dass er jetzt kriegt einen Einschlag, denkt, ich reagiert. Noch einen Einschlag, denke, oh, das war er doch nicht. Der war schon weg. Okay. Alles gut. Ich fange genug Fisch. Da kann man auch mal einmal wenig fangen. Das glaube ich dir aufs Wort. Da zweifle ich auch nicht dran bei dir, Werner. Also wenn Sebastian mal mit dir losgeht, der kriegt doch das blanke Kotzen. Nein, letztes Mal. Da kommt, musst du morgen das Video musst du gucken. Wo war das? Oslos. Vernichtende Niederlage. 20:1 bis Mittag. Hat er keinen Bock mehr. Ich sag, komm mal ab. Ich hätte noch 30 Stück noch voll machen können. Locker. Die waren echt
Also ich habe sie die ganze Zeit gefunden. Ach, du rennst ja mittlerweile selber mit einer Kamera rum. Ja, heute. Und war gut. Aber halt schwierig, weil die echt spitz gebissen haben. Musste sich was einfallen lassen. Auch führungstechnisch. Mhm. Aber nachher, wo ich sie dann auf Spoon gekriegt habe, ging das ratzfatz. Und er hat mal wieder den Spoon nicht gehabt, der gefangen hat. Aber das kennt er ja von mir. Haben wir ja schon mal gehabt. Sind wir nachmittags gekommen. Ja, läuft schlecht. Da haben wir uns auf den Damm gestellt. Und dann hatte ich zum Schluss auch. Wann haben wir angefangen? 14 Uhr. Bis 17 Uhr hatte ich 35 Stück. Das ist rein raus, rein raus. Aber weißt ja selber, in Ostlos, wenn du einen Schwarm hast, machst du. Das ist also. Man muss ihn aber erstmal finden. Ja. Das ist halt nicht so einfach, ne? Schwierig ist auch mal, wenn er draußen ist, auf 60 Meter, 70 Meter. Dann musst du ein bisschen arbeiten, aber. Also der UL-Bereich ist ganz geil. Ich war jetzt das erste Mal da, war eigentlich zufrieden. Ja, das musste auch sein, ne, dass da mal was passiert. So, ja. So ollig und bollig und da nicht so, dass. Er kontrolliert jetzt auch viel in der Angelschein, ne? Ist auch ruhiger geworden da. Ja. Ja, na, ich geh wieder rein, das wird so feucht. Jo, besser ist du, nicht, dass du noch einen Schnupfen kriegst. So, zum Outro pfeife ich sie jetzt alle nochmal zusammen hier. Der Paul, der ist ja schon weg, der Glück. Aber jetzt müssen wir mal hier halten. Sie quält sich. Total voller Elan. So, liebe Freak-Fans, für uns war es das heute. Bescheiden. Ja, sehr bescheidener Tag heute. Trotzdem immer noch eine schöne Anlage. Ja. Und ich denke mal, der Manu, der wird das schon machen mit Pierre zusammen. Das wird schon laufen. Wir sind definitiv nicht das letzte Mal hier, auch wenn ich das immer sage. Irgendwann fangen wir auch mal gut hier. Ja, du musst ja mal ganz ruhig sein. Du hast ja schon sehr gut gefangen hier. Auch nicht heute. Die Andrea war heute das erste Mal hier. Was ist so dein Eindruck? Ja, schwierig, aber machbar. Schwierig, aber machbar, genau. Die kennt nur Eschede und? Ja gut, Angersee Oker und Lüneburger Heide. Ja. Naja. Gut, ja. Bis nächsten Montag. In diesem Sinne.